In diesem Beitrag wird es um die sogenannte Agrophotovoltaik oder auch Agri-Photovoltaik gehen. Das ist eine Nutzungsmethode für Landflächen, bei der man tatsächlich einerseits Landwirtschaft betreibt, aber gleichzeitig auch Photovoltaiksysteme arbeiten lässt zur Strombereitstellung. Schauen wir uns zunächst an, wie ich diesen Vortrag gegliedert habe. Es gibt agrarische Flächen, das sind also Felder, auf denen Sie Nutzpflanzen anpflanzen können. Die können genutzt werden, um Nahrungsmittel für uns zu produzieren, Tierfutter oder auch energetisch nutzbare Pflanzen, wie zum Beispiel Raps. Im zweiten Bild wird es dann darum gehen, wie man sich diese Freiflächen-Photovoltaik vorzustellen hat. Freiflächenphotovoltaik sind die Systeme, bei denen Photovoltaikmodule einfach ins Land gestellt werden, also einfach ins Land gestellt werden, um damit aus Sonnenlicht elektrische Energie bereitzustellen und dann eben Flächen, die man sonst nicht hat, zum Beispiel auf Gebäuden oder meint nicht zu haben, eben zusätzlich zu erschließen. Und die Agrophotovoltaik oder auch Agri-Photovoltaik kombiniert beides. Weiterhin möchte ich auf das Potenzial eingehen, was man damit erschließen kann, wenn man Wassermanagement betreiben möchte. Allein in der normalen Agrophotovoltaik betreibt man schon konkret Wassermanagement durch Verschattung, aber das kann man auch noch ein Stückchen weiter treiben. Das ist jetzt eine Sache, die für mich einfach naheliegend ist, habe ich jetzt so nicht irgendwo gefunden, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das dann funktioniert, wenn es notwendig ist. Fangen wir an mit den normalen Agrarflächen. Sie haben letztendlich eine Fläche, logischerweise, auf der Zeug wächst, was von Tieren auch gefressen werden kann. Und Sie haben Maschinen, die die Landfläche bearbeiten, einfach aus Gründen der Effizienz der Flächennutzung. Dazu kommt, dass Sie natürlich Wetterbedingungen haben wie Regenfall, Sonne, was Sie beides brauchen. Sie brauchen das Wasser für die Pflanze, logischerweise. Sie brauchen aber auch Licht, um die entsprechenden Photosyntheseprozesse anzutreiben. Sie haben jährlich, das gilt für Deutschland, etwa 900 Gigawattstunden pro Quadratkilometer und Jahr an Lichtenergie. Und was Sie dann rausbekommen für Pflanzen, die wir dann essen, für unsere energetische Versorgung und nicht nur für die energetische, auch für die stoffliche Versorgung, das liegt dann so in der Größenordnung 2 Gigawattstunden pro Quadratkilometer und Jahr. Es sind vielleicht auch 5, je nach Pflanzenart. Und jetzt kommen wir zu der Photovoltaik, und zwar der Freiflächenphotovoltaik. Also nicht die gebäudebasierte Photovoltaik und auch nicht die, die man im Weltraum zum Beispiel entsprechend ja, platzieren könnte, wenn man die günstigen Raketen hätte und das machen möchte, sondern einfach hier ins Land stellen. Das heißt, Sie haben die Systeme möglichst niedrig aufgeständert, einfach um Windlasten möglichst gering zu halten. Sie haben natürlich auch Bewuchs darunter, ist ja gar nicht so verkehrt, haben Sie auch noch ein bisschen Grünzeug, was eben einfach verdunstet, im Sommer kühlt und so weiter. Sie haben natürlich auch hier Einflüsse durch Wasser und Sonne, aber die Sonne ist Ihnen hier lieber, weil sie ja dann nur den Strom bringt. Hier haben Sie die gleichen 900 Gigawattstunden pro Quadratkilometer und Jahr an Lichtenergieeintrag, wieder für Deutschland, aber Sie holen etwa 10% raus, wenn Sie 50% der Fläche mit Modulen vollstellen und hochwertige Module mit 20% Wirkungsgrad auf die anderen 50% stellen und optimal ausrichten. Einfach so Größenordnung. Wenn wir nochmal vergleichen, den Nettoenergieertrag für beide Einzelnutzungen kommen Sie auf 2 bzw. 90 Gigawattstunden pro Jahr. Das ist so ein Verhältnis von 45 in den Zahlen. Das wird zwischen 20 und 40 liegen oder 20 und 50, je nachdem, wie Sie das vergleichen, welche Bedingungen Sie haben. Und wenn Sie mal schauen, wie viel Energie ein Mensch braucht in der mir recht sinnvoll erscheinenden Einheit Schokoladentafeln, 100 Gramm pro Tag, dann brauchen Sie 4 Tafeln pro Tag. Das ist nach der ersten Tafel vielleicht ganz schön gewesen, bei der zweiten müssen Sie schon ein bisschen drücken. Ein ganzer Tag nur mit Schokolade, also nicht machen, auf Dauer führt das zu Skorbut oder Schlimmerem. Aber einfach für das Bild, wenn Sie jetzt die Energieversorgung technisch betreiben wollen, also zum Beispiel, dass hier die Infrastruktur läuft, dass Sie das sehen können, dass Sie eine warme Heizung haben und so weiter,
Können Sie sich ja mal überlegen, ob man da 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Tafeln braucht. Einfach mal abschätzen. Für Deutschland sind das etwa 250 Tafeln Schokolade, die pro Tag für uns energetisch umgesetzt werden, für alles drumherum, sprich Heizung, aber auch, dass Produktionssysteme laufen, also Industrieanlagen, öffentlicher Verkehr fährt, dass eben ein Haus abgerissen wird, was auch immer. Also für diese ganzen Prozesse, 4 Tafeln brauchen wir, 250, 240 Tafeln ist das, was extern umgesetzt wird. Und das ist ein Verhältnis von 60, passt ungefähr dazu. Das heißt, diese Nutzung persönliche Energie, technische Energie matcht oder passt ganz gut zu dem, was auch jetzt im Moment in unserer derzeitigen Wirtschaft funktioniert. Also insofern würde die eine Ausbreitung dieser gemeinsamen Nutzung tatsächlich helfen, auch dieses Verhältnis gesund zu halten. Denn die Agrophotovoltaik macht ja beides. Sie kombiniert letztendlich die Nutzung von Land für die Produktion von Biomasse, welcher Art auch immer, und die Photovoltaik für die Produktion elektrischer Energie. Das Ganze kann man sicherlich auch ein Stückchen tunen. Mache ich die Photovoltaikmodule was kleiner, habe ich mehr Licht für Pflanzen. Mache ich die Photovoltaikmodule größer, habe ich weniger Licht für Pflanzen, vielleicht weniger Pflanzenwuchs, dafür aber mehr Strom. Das heißt, allein schon darin hat man eine gewisse Flexibilität, um die entsprechenden Bedürfnisse anzupassen. Sie müssen allerdings einige Dinge auch beachten bei der Agrophotovoltaik. Die ist nämlich nicht mehr ganz so leicht zu bauen wie die normale Freiflächenphotovoltaik, denn Sie müssen darauf achten, dass der Landwirt mit seinem Produktionsgerät auch irgendwo drunter durchkommt. Das heißt, Sie müssen mindestens, also ein Traktor, ein ordentlicher Traktor, würde ich sagen, so 3,50 Meter ist er hoch, bisschen Luft, also 5 Meter mindestens. Lichte Weite zum drunter durchfahren brauchen, oder lichte Höhe wäre es in dem Fall, brauchen Sie. Sie brauchen die lichte Weite, damit Sie auch in der Breite mit den Maschinen durchpassen, vielleicht auch mit Anbauten. Dann können Sie aber tatsächlich Landwirtschaft effizient betreiben mit den üblichen Effizienzsteigerungsmethoden wie landwirtschaftliche Maschinen. Sie können aber auch eben elektrische Energie auf der gleichen Fläche erzeugen. Beides wird nicht mehr mit 100% funktionieren, denn das Licht können Sie nicht zweimal ausgeben. Aber Sie können vielleicht 70, 80% der Pflanzenproduktivität erreichen und 80% der oder 70% der Photovoltaikproduktivität. Das heißt, Sie haben am Ende irgendwo das 1,5-fache aus der gleichen Fläche rausgeholt. Da ist es dann sicherlich auch stark davon abhängig, welche Pflanzen Sie haben. Wenn Sie Pflanzen haben, die wirklich die Sonne restlos brauchen, um gut zu funktionieren, haben Sie damit keine Chance. Wenn Sie aber Pflanzen haben, die vielleicht sogar unter zu viel Sonne leiden, und ich glaube, da gibt es einige, haben Sie sogar eine Chance, die Produktivität der Pflanzen nur geringfügig einzuschränken durch eben die Photovoltaikmodule. Oder wenn Sie Tiere darauf halten, haben die eben Schatten, was den Tieren ja auch nicht unbedingt schlecht tut im Sommer. Sie betreiben aber auch automatisch Wassermanagement. Einerseits haben Sie hier das Problem, die Pflanzen, die direkt unter so einem Modul sich befinden, in dem Fall wäre der Traktor vor dem Regen geschützt, aber die Pflanzen, die sich direkt darunter befinden, haben weniger Wasser. Da kann man sicherlich was machen, dass man das Wasser dann irgendwo auch unter die entsprechenden Module verteilt oder einfach Lücken lässt und die so schräg stellt, dass einfach eine günstige Beregnung auch in der überdachten Fläche jeweils stattfindet. Und das ist dann schon letztendlich so eine Sache, dass ich dann vermeide, dass irgendwas trocken läuft. Aber was Sie in jedem Fall haben, ist die Abschattung unter den Modulen. Und die sorgt für ein passives Wassermanagement, weil Sie weniger Verdunstung haben. Weniger Verdunstung bedeutet, dass Sie weniger Regen brauchen, um entsprechende Gewinne, also im Sinne von produzierter, nutzbarer Menge an landwirtschaftlichen Produkten zu machen. Und das führt mich zu einer Erweiterung, die ich eben einfach noch draufsetzen würde. Und zwar nicht immer, nicht überall, aber die man eben unter Umständen dort in Erwägung ziehen kann, wo man entweder Pflanzen hat, die da einen höheren Bedarf haben an Wasser oder zu bestimmten Zeiten einen höheren Bedarf haben,
oder wo einfach die Regenmenge, die fällt, und der Wasserbedarf eben zeitlich nicht mehr zusammenliegen. Und das haben wir die letzten 2 bis 3 Sommer in Deutschland tatsächlich erlebt. Also ich habe es, da ich dort eben sehr oft spazieren gehe, tatsächlich aus der Nähe sehen können, dass viele Pflanzen da niederlagen durch die Trocknung, aber sich bei kurzen Regen auch wieder gut erholt haben. Die Pflanzen sind sehr resilient. Das ist im positiven Sinne erschreckend, was die alles so aushalten. Wenn es aber eben entsprechend hier bei uns trockener werden sollte, also wenn das Ganze, was wir die letzten 3 Jahre erlebt haben, keine Ausreißer in der Statistik sind, sondern sich das Ganze verstetigt, dann sollte man auch überlegen, das Wasser zu managen, denn in den Wintermonaten und im Frühling hatten wir teilweise sehr viel Wasser, aber im Sommer dann über lange Strecken nichts. Und das könnte man machen, indem man das Wasser eben über entsprechende Regenrinnen, die von den Photovoltaikmodulen gefüttert werden, in einer entsprechenden Kaverne oder in vielen Kavernen sozusagen bevorratet und dann, wenn man Bedarf hat, sprich lange Trockenperiode, dass man dann das Wasser eben wieder hochpumpt und die Pflanzen entsprechend besprüht. Das heißt, ich kann das Wasser zwischenlagern, um saisonale Schwankungen auszugleichen. Ich kann aber dann auch tatsächlich die Beregnung so steuern, dass sie möglichst effizient läuft. Also nicht gerade um 11 Uhr mittags beregnen, wo dann alles wieder in 2 Stunden verdunstet ist, sondern eben von mir aus in den Nachmittagsstunden sogar, denn im Sommer, wo es viel Sonne hat, trocken ist, hätte ich ja in den Nachmittagsstunden oder Abendstunden auch noch vielleicht genug Leistung, um dann einfach die elektrische Energie ortsnah nutzen zu können. Da das relativ kleine Energiemengen sind, ist das sicherlich nichts, wo man riesen viel Aufwand betreiben muss. Das kann aber auch nicht nur in Deutschland interessant sein, es könnte auch in Ländern interessant sein, wo Wasser eben ein sehr knappes Gut ist und man damit eben entsprechend Pflanzen anbauen kann, die man sonst gar nicht anbauen könnte, ohne viel Meerwasserentsalzung zu betreiben oder sonstige Klimmzüge zu machen, die ja ihrerseits wieder hohe Energiemengen benötigen. Nun, kleiner Abriss der Pro- und Kontra-Geschichten, die auch nochmal das, was ich gesagt habe, eben entsprechend aufgreifen. Sie können höhere Gesamtflächenerträge erzielen, eben im Sinne von Elektrizität für die industrielle Seite des Bedarfs plus Nahrung für die menschliche Seite des Energiebedarfs. Je nach Artenwahl können Sie damit sicherlich auch, also Artenauswahl dessen, was Sie anpflanzen, können Sie sicherlich sehr hohe Effizienzen erreichen, gerade eben, wie ich das bereits gesagt hatte, bei Pflanzen, die mit weniger Licht als angeboten ist, sehr gut auskommen und eigentlich froh sind, dass man dieses Licht etwas reduziert. Dann als nächsten Punkt kann ich auch an die klimatischen Bedingungen Anpassungen vornehmen. Habe ich sehr viel Sonnenschein, also viel zu viel Sonnenschein und viel zu viel Licht, möchte aber Pflanzen anbauen, die damit gar nicht gut zurechtkommen, würde ich die Photovoltaikmodulfläche erhöhen, den Gewinn dadurch natürlich eben mit erhöhen und den Pflanzen noch was Gutes tun. Habe ich eine Situation, wo ich nicht so viel elektrische Energie brauche, aber mehr Nahrungsmittel, kann ich eben hingehen und sagen, okay, mache ich die Photovoltaikmodule kleiner, aber gebe den Pflanzen mehr Licht, um dort wachsen zu können oder je nach Art von Pflanze. Und das Wassermanagement, wo ich in dem letzten Bild drauf eingegangen bin, kann man noch als weitere Option ansehen. Kommen wir nun zu Punkten, die nicht wirklich dagegen sprechen bei den vielen Vorteilen, die man sieht, aber die auch zu berücksichtigen sind, wenn man sagt, ach, das ist eine super Sache, das machen wir jetzt überall und so fort. Sie haben höhere Investitionskosten, denn Sie müssen, um mit den entsprechenden landwirtschaftlichen Maschinen eben auch an die Flächen zu kommen, also zumindest in vielen Fällen ist das notwendig, müssen Sie eine solide Aufständerung haben in der entsprechenden Höhe, auch in der Breite. Und da zum Beispiel die Belastbarkeit von Querstreben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit der 3. Potenz der Länge herabgesetzt wird, heißt das, dass ich bei doppelter Breite zwischen 2 Durchfahrmöglichkeiten
die achtfache Belastbarkeit haben muss. Das heißt, ich brauche entsprechendes Material für die Aufständerung, was mit Sicherheit irgendwo in der Größenordnung der Photovoltaikmodule liegen dürfte, wenn nicht sogar höher mit allem drum und dran. Ich muss einen Absicherungsaufwand betreiben, denn das Ganze muss gegen Windlasten und Schneelasten gesichert sein. Bei 30 cm Schnee habe ich pro Quadratmeter mit Sicherheit etwa 100 Kilogramm Massenbeaufschlagung. Und dann kommt noch der Wind von der gleichen Seite im Winter. Das heißt, diese Belastungen müssen abgefangen werden oder der Schnee muss halt, oder die Ausrichtung der Module muss so sein, dass der Schnee gar nicht eben liegen bleiben kann. Dazu eine kleine Sache, die ich noch auf Bildern gesehen habe. Es gibt auch die Idee, Module vertikal hinzustellen. Natürlich in eine entsprechende Südausrichtung oder sowas in der Art. Das wäre eine Möglichkeit, wo man diese Schneelastgeschichten nicht mehr hat, nicht besonders hoch bauen muss und einfach die Bereiche dazwischen nutzen kann. Also einfach eine Variante, nicht mehr die, ich mache es mal so, die Pultanordnung, die wir eben gesehen haben, sondern eine vertikale Anordnung, dann wäre das die aktive Seite der Photovoltaikflächen, das heißt, hier müsste Süden sein, damit dann die aktive Seite der Photovoltaikmodule entsprechend bestrahlt wird und zur Elektrizitätsversorgung beitragen kann. Und weiterer Punkt, Blitzschlag. Sie müssen natürlich die Systeme auch gegen Blitzschlag schützen, damit sie dann nicht irgendwie 1 Million Volt in ihrer 48 Volt oder was auch immer oder 480 Volt Anlage drin haben. Will man nicht, macht Schäden. Wenn man das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treibt, kann man vielleicht auch eines Tages hingehen und solche Schafe sich vorstellen, die dann einfach über Photosynthese von mir aus sogar mit weniger Nahrung auskommen, dann muss das arme Schaf entweder dran glauben, weil es halt vielleicht doch manchen ganz gut schmeckt, oder wir haben eine Möglichkeit, CO2 aus der Erdatmosphäre herauszuziehen, aber das ist ein überhaupt nicht ernst gemeinter Vorschlag.